Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir dann das Achievement Steinbrechende Forschung. Und zwar müssen wir Folgendes machen: Zerstört 100 Felsbrocken während des Ereignisses Forscher unter Feuer, Titanenabriegelung. Und ja, dieses Ereignis haben wir einmal in den Zaralek-Höhlen, hier unten auf den Koordinaten 47, 57. Und hier ist es so, dass das Ereignis alle Stunde einmal spawnt. Und zwar immer zur vollen halben Stunde, also 20.30 Uhr, 21.30 Uhr und so weiter. Und jetzt hat man hier verschiedene Events. Und ihr habt gerade gesehen, Event 4 haben wir abgeschlossen, jetzt kommt Event 5. Und das Achievement ist einfach, beim Event 5 diese Brocken hier zu zerstören. Und zwar müsst ihr da 100 zerstören. Ihr habt gerade gesehen, bei mir ist es einmal aufgeploppt, ja, habt die 100 zerstört. Das müsst ihr nicht in einem Event machen. Ihr könnt jedes Event so maximal 10, 15 zerstören. Und dann müsst ihr halt wieder eine Stunde warten, bis das nächste Event kommt. Wichtige kleine Randinformation: Ihr solltet am besten in den Raid gehen, weil ihr habt ja hier einen Timer, wie ihr seht, ein bisschen über 8 Minuten. Und ja, ihr müsst halt davor die anderen Events abschließen. Wenn der Timer vorbei ist, dann kommen 3 andere Events am Ende, die aber nicht diese Steinbrücke beinhalten. Heißt, wenn ihr zu langsam seid und gar nicht zu den Steinblöcken in den 8 Minuten kommt, habt ihr ein Problem. Deswegen am besten im Tool unter Benutzer definiert, ne? Forscher unter Feuer oder das Ganze halt im Englischen suchen und euch da reinqueuen, dann habt ihr es ein bisschen angenehmer und dann dementsprechend könnt ihr ja mit den Gruppen hier hinspielen und ein paar von den Teilen mitnehmen und dann in der Stunde oder auch am nächsten Tag, wie ihr es auch wollt, ne, dementsprechend das hier mitnehmen. Mehr ist es tatsächlich nicht und ja, dann zeige ich euch nochmal kurz auf der Map, wo das Ganze ist. Also hier unten sind wir, ne, und da ist dann diese kleine Höhle. Und das ist immer das 5. Event. Also nach dem, oder genau, immer das 5. Event, wenn ihr das gemacht habt, dann kriegt ihr hier diese kleinen Brückchen, die ihr aufhauen könnt. Gut, damit sind wir auch schon am Ende von dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen damit weiterhelfen. Sollte euch das Ganze geholfen haben, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.